Na komm, der eine DD wird auch noch annehmen. Bitte. Jawoll. Damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des LFRs vom Emerald Nightmare aus der Legion Beta. Cooler Loading Screen, by the way. Grizzly Hills. Das heißt, Urzog steht noch aus. Und erstmal sehr viel Trash. Ja, geil, oh. Ich freue mir. Lol. Okay. Los geht der Peter. Der Peter. Demon hat dafür Schaden machen. Was kann mit den I-Beams und so? Bin ich der Einzige, der hier drauf klappt? Nee. Die ganz schöne Schelm von dem Ding. Na komm. Was ist denn das? Monk DDR1. Es ist unglaublich. Spinning Crane Kick FTW. Aber schon witzig gemacht, muss ich sagen. Hier mit den Furbox und so noch. Geil, anhol dir die Chaos auf S, aber man kommt irgendwie nur so im Mittelfeld, wenn überhaupt. Komische Ranke geht kaputt. Unkraut jeden müssen wir hier auch noch, ey. Oh, der Riesententakel auf Doom. Zieht sich ja nicht erstmal in Tod und Verfall, ihr Affen. So, wenn jetzt keiner mehr Trash pullt, sind wir schon mal beim Boss. Davon steht da der gute Urzog. 600 Mille. Now I'll feed your bones to the storm crows. Ah, bin ich mal gespannt. Zu dem muss man nicht viel machen. Wo ist er? Da. Wenn man nicht mit dem Debuff Momentum befallen ist, muss man sich in eine Reihe stellen, um den Charge abzufangen. Dadurch kriegt jeder zwar ein bisschen Schaden, aber der Spieler, der angecharged wird, stirbt instant. Und wenn man selber den Focus Gaze Debuff hat, muss man einfach so weit wie es geht weglaufen. Und hoffen, dass sich ein paar Spieler dazwischen stellen. Jo. Das war's so ungefähr mit Urzog.
Und die Lua heraus ist schon wieder. 3, 2, 1. Ah. Jetzt haben wir alle Damage gekriegt. Was sich schon nicht vermeiden lässt. Beware. So. Komm einfach nicht weiter hoch im Schaden momentan. Scheiß Lua, aber. 4, 3, 2, 1. Komm zurück, Junge. Also für die DDs ist es relativ angenehm. Beware. Geht auch relativ gut runter. Schön gucken, dass ich die Krankheiten und so oben halten kann. Die Festering Wounds. Beware. Ich kann mal ein paar platzen lassen. Das nervt. 4, 3, 2, 1. Probleme macht. Aber ist egal. So störend ist es dann auch wieder nicht. Ist ja alles noch Beta. Beware. So, da haben wir den Charge auch noch ein bisschen abbekommen. Haben es fast nicht überlebt, aber hey. Wir haben es geschafft. Beware. Da geht Urzok down. Jetzt der vierte Boss im Raid. Und wir haben kein Loot, oder? Nee. Mal wieder kein Loot. Zwei Items gleich. Holy shit. Bis jetzt haben wir noch keinem LFR-Boss was gekriegt. Ich wundere jetzt, dass sie überhaupt Loot haben. Boah, sogar Warforged. 645er Item-Level. 845, Entschuldigung. 645 wäre ein bisschen wenig gewesen. Der nächste mit Loot. Auch schon 48. Der Chinese offline. Ich bin mal gespannt, durch welches Portal wir jetzt müssen, weil Szenarios ist ja der Endboss dieses Flügels. Da weiß ich, wo er ist. Ja, die Drachen sind hier oben. Dreamware. Ergibt Sinn. This was the Emerald Dreamway. During my long slumber, oh, da sind sie ja. I communed with the green dragonfly. Boah, instant in Trash gelaufen. Was ist hier los? What the fuck? Das ist bestimmt nicht intended. Dass der Trash direkt vom Portal steht. Also wirklich direkt vom Portal. Das war nämlich gerade ein bisschen hart.
Und davon sind sie auch schon, zumindest die Sondre ist ja einer der Drachen. Und Rotos ist kein Boss an sich, sondern irgendwie ein Trashmob davor noch. Terra war natürlich auch. Die haben HP, ey, 730 Millionen. Aber die scheren sich, glaube ich, im Pärchen die HP. Was sind die anderen zwei? Sieht man noch nicht. Das ist übrigens einer der Kämpfe, wo ich am meisten drauf gespannt bin. Wir gucken, wie er sich spielt. Moment, hier sind Portale. Das ist Dämmerwald. Da war ja früher eins. Das ist Eschental. Das hier ist im Prinzip die Portale, wo früher die Portale waren zu Classic-Zeiten. Und PC. Coole Sache. Ja, und die anderen zwei tauchen dann wahrscheinlich danach auf, oder wie sieht's aus? Das neue Storm Dragon Model ist ziemlich cool auch gelungen. So. Bei den Drachen müssen wir im Prinzip immer mal also das Target wechseln, weil wir sonst den Slumbering Nightmare Debuff kriegen und bei 10 Sekunden, also bei 10 Stacks werden wir 10 Sekunden gestunt. Und wir dürfen nicht direkt hinter denen stehen wegen dem Tail Lash. Klar, ist ein Drachen und da kommt so eine AOE-Fläche am Boden, Nightmare Bloom heißt die, und die macht zwar Schaden uns jede Sekunde oder alle halbe Sekunde, wenn aber keiner drin steht, spawnen die ganze Zeit Ads. Und das ist doof. Jo. Schauen wir nochmal gleich, wie es läuft. Ach, da kommt der Ready-Check. Ich frage mich, ob wir zuerst auf Terra... Ach so, wir gehen doch zuerst auf Yesondre, okay. Ich glaube, der Fight wird so ablaufen wie in Bastion of Twilight damals gegen Terrarion und Valiona, nur mit dem Unterschied, dass es ja vier Drachen sind und nicht nur zwei. Ja. Emrys sehen wir noch nicht und Leton auch noch nicht. Ah, sind beide gleichzeitig aktiv. Gut, sehr schön. Okay, das am Boden ist scheinbar der Debuff, oder? So, dann switchen wir immer mal. Ach, und der hat jetzt... Das sind Ads, das sind Kopien von denen. Dann müssen wir die wahrscheinlich schnell wegnuken. Nightmare Blast, okay. Whatever. Wieder ein bisschen besondere Damage. Mehr Krankheiten drauf. Dann wieder auf den guten Terra gehen. Leute, ineinander tanken, falls das so eine gute Idee ist. Das ist dann die. Das gibt AOE-Zone. Au, okay, doch. Vielleicht nicht die richtige, das hat zu viel Schaden gemacht. Gefühlt. Okay. Dann müssen wir doch mal ein bisschen auf Emrys bleiben, weil wir haben schon 7 Stacks von Yesondre. Kein Bock, gestunt zu werden. Jetzt mal wieder Ads. Weg mit euch, Blups. Bis jetzt geht das ja relativ entspannt runter. So, jetzt habe ich 10 Stacks und ich kann mich wirklich nicht mehr bewegen. Ich kann gar nichts mehr machen. Ah, 2 Sekunden noch. Okay. Das geht, ja.
gehen wir nochmal wieder auf die Sondere. Das ist halt auf Emerus. Ich hoffe, dass die anderen zwei überhaupt noch kommen. Weil irgendwie... Oh Mann. Ansonsten ist es relativ unspektakulär. Ich meine, es ist LFR. Ich hoffe, das war's auch nicht. Doch, weil. Wieder kein Item für uns. Ich habe gedacht, man kämpft doch gegen die anderen zwei noch, oder ist das random, die da sind? Ich glaube, die Sondre ist immer da. Bestimmt. Die anderen random? Oder pro Schwierigkeitsgrad mehr Drachen? Oder sind die anderen zwei Drachen nur als diese Shades da? Behold! The so. Iris opens. The way to Cenarius is clear. Jetzt geht's durch die Nightmare Iris zu Cenarius. Oder besser gesagt, Corrupted Cenarius. Vorher noch Trash. Jawohl. Town steht da. 90 von 100 Wut und 418 Millionen HP. Na, wo bleiben sie denn alle? Jetzt Malfurion rage dann natürlich einfach durch. Trash macht nix. Gegen was kämpfen wir? Verdorbene Nachtelfen. Na gut, es ist alles verdorben. Es war echt ein Albtraum, aber... Oh, oh. Au. Au. Nixe Healing for me. Moonglade Inc. Der Trash lebt ganz schön lange. Haut auch gut rein. So, da ich den nächsten gepult. Muss noch wahrscheinlich hier nach links unten, oder wie kommt man dahin, einfach durchschwimmen?
Jo, wie ich es mir gedacht habe, einfach durch die Mitte durch. Gucken. Okay, das sind Ads, Twisting Sister, die Carsten, Twisting Touch of Life, das muss gekickt werden. Rotten Drakes killen, bevor Nightmare Befehl so ein Debuff tödlich wird. Wenn er Creeping Nightmares macht, müssen wir den Against Ground von Euphorion, also in den Boden AOE stellen. Und was? The impurity keine must Ahnung. Be cleansed. Irgendwas mit dem Effekt nach Boden. 4, 3, 2, das Polyreo. So, da kommen die ersten Ads. Oh, kann ich gar nicht attacken. Villains! You poison the children of the dream! Sacred vines! Ah, ja. Okay, und der Off-Tank schnappt sich dann und tippt das Ad. Oder die Ads. Ziemliche AOE-Party. Section auf mir. Is that you, Ferrochan? Yes, Sanaris. We are here to save you. Four, na ja, gut, wir sind hier, um ihn zu retten, aber wir vermöbeln ihn erstmal voll. Wie gefühlt jeder im Raid diesen Debuff hat. Wahrscheinlich ist das so wie so ein kleiner Bossfight, wo man echt DPS dabei haben muss. Wie Sau. Weil man sonst irgendwann tausende Stacks hat. Und es nicht mehr gegen Halber ist. Stacks schon wieder. Ah, das wird, glaube ich, ignoriert, weil wir den Boss einfach durchnuken. Ja. Achievement, aber wieder kein Item. Aber ach, da ist die Kiste. Ja, wieder kein Item. Ach, ich hab Pech. Wieder Warforged. Xavius waits ahead in the Rift of Alm, the true heart of cool. Das war also der zweite Teil des Emerald Nightmares. My bond with the Emerald Dream gives fehlt me nur noch Xavius also als Edboss. Danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Bye bye.